Werden. Meine Damen und Herren, wir fangen an. Und wir fangen an mit jemandem, der auch hier aus Osnabrück kommt. So. Sein Vortrag heißt Mieten, Kaufen, Wohnen. Er ist Wirtschafts- und Sozialgeografie schon eher mit Karten, ne? Profis, hahaha. Wir können uns einfach nichts merken, weil wir so viel trinken, aber das ist völlig uninteressant. Rolf Wittgens aus Osnabrück. Mieten, Kaufen, Wohnen, das ist seine Masterarbeit. Dass dieser Vortrag hier darstellt, machen Sie einen großen, einen 10, einen 15-Punkte-Applaus, denn der erste hat es immer am schwersten. Das ist auch sein erster Science-Lab-Vortrag, deswegen begrüßen Sie ihn. Und er ist nervös, bitte, also helfen Sie ihm wirklich jetzt auf die Bühne. Ja, schönen guten Abend. Mir geht es sehr schlecht, ich bin sehr nervös. Ich bin hier hingekommen, um euch ein bisschen an meinem Leben der letzten Monate und Wochen teilzuhaben. Ich habe auch noch aufgrund meiner Nervosität Hinweise erhalten. Mein Cousin, der hat mir bei Facebook noch drangeschrieben an die Wand und gesagt, ey, ex einfach einen halben Liter Bier, dann stellst du das Glas 5 Meter von dir entfernt und pinkelst das Ultimo wieder da rein. Und er hat gesagt, das wäre für ihn schon Wissenschaft. Ich bin der Meinung, das reicht vielleicht nicht ganz heute. Ja, ein Satz, der mein Leben im Moment sehr prägt, ist der, es ist 17.40 Uhr, die Ausleihe schließt um 18 Uhr. Wenn Sie noch Bücher entleihen möchten, kommen Sie bitte spätestens 17.50 Uhr zur Ausleihtheke im Erdgeschoss. Also, ich sitze 6, 7 oder 8 Tage in der Woche in der Bibliothek und schreibe meine Masterarbeit. Mit diesem Thema. Ja, so sieht's aus. Ne? Das sind die harten Fakten. Ja? Und ich bin auch hier, weil ich ein bisschen was zu meinem Studiengang eigentlich erzählen möchte. Ich studiere halt diesen langen Wirtschafts- und Sozialgeografie. Ja, also man kann es auch Wirtschaftsgeografie abkürzen, was mich betrifft. Ansonsten, ich habe immer den Eindruck, dass in Osnabrück, es gibt eins nur 3 Studiengänge. Man kann Jurist werden, man kann Wirtschaftswissenschaften studieren und die allergrößte Menge von Studenten werden Lehrer. Lehrer, Pädagogen. Ja, ja, ich habe für Lehrer noch einen Witz, aber dann höre ich auch mit Lehrern auf. Kommt eine Lehrerin in die 4. Klasse und sagt: Hallo liebe Kinder, heute erkläre ich euch, wo die Babys herkommen. Hinten in der letzten Reihe zeigt einer auf. Ja, alles klar, können die schon mal gefickt haben, eine rauchen gehen? Das zum Thema Lehrer. Gut, ja, also viele wissen, glaube ich, nicht genau, was ich studiere. Viele fragen, ich studiere Wirtschaftsgeografie. Die sagen, was machst du, Geografie, Geologie? Nein, sage ich, Geologen bohren, das mache ich nicht. Oder Wetter oder sowas, das mache ich auch nicht. Ja, also wo bin ich jetzt hier? Ah, okay. Wunderbar. Also ich mache nicht Wetter und ich stelle mich auch nicht den ganzen Tag vor eine Karte und weiß danach, was drauf ist. Das ist es nicht. Es geht darum, bei dir geht es darum, ich glaube, das können wir uns jetzt schenken. Ja, Geography is what geographers do. Ja, das sagen viele Geografen, sagen viele, weil keiner weiß so genau. Oder jeder macht was anderes. Ja, und das ist, glaube ich, das Interessante an unserem Studiengang. Ich mache etwas, was mit diesen 3 Herren zu tun hat. Diese 3 Herren sind alle 3 Nicht-Geografen. Kennt jemand jemanden von diesen 3 Herren? Glücklicherweise nicht. Ich sage Ihnen, Sie werden sie kennenlernen. Diese 3 Herren haben das entwickelt und jetzt werden Sie überrascht sein. Was macht der Geograf mit einer tollen Formel? Kennt jemand diese Formel?
Ja? Nein? Okay. Das ist die Optionspreistheorie oder auch genannt die Black und Scholes-Gleichung. Ja, der eine Mann da oben in der Mitte, das ist Fischer Black, der links, das ist Myron Scholes und unten, das ist Herr Merton, Robert Merton. Und diese drei Herren haben etwas kreiert, haben etwas geschaffen, was viel mehr ist als nur schnöde BWL. Ich habe die ganzen Witze schon mitbekommen. Die brauche ich jetzt nicht nochmal auszupacken, glaube ich. Ja, die BWLer sind schon unten durch. Und mein Vortrag heißt ja eigentlich, hat ja eigentlich so einen BWLer-Namen. Deswegen, naja, habe ich schon gedacht, toll, wie das hier vorbereitet ist. Für mich. Also, es geht heute um diese Formel. Sie werden es nicht glauben. In Geografie kann man sich mit dieser Formel, die eigentlich aus den Wirtschaftswissenschaften kommt, beschäftigen, wenn man Lust hat. Diese drei Herren haben das in den wilden 70ern gemacht. Um genau zu sein, 1973 ist diese Formel entwickelt worden. Und haben damit die Wirtschaftswissenschaften verändert. Und jetzt auch die Geografie plötzlich, meine ich. Das halten Wirtschaftswissenschaftler für den Markt. Angebot, Nachfrage, Preis, fertig. Ja, es ist ganz einfach, wie wir sehen. Man einigt sich in der Mitte und dann ist, ja, dann ist man fertig, scheinbar. Ich behaupte in meiner Arbeit, dass das anders ist. Ich behaupte, dass der Markt viel mehr ist, dass er viel interessanter ist, dass er viel mehr Schaffenskraft hat, als wir alle uns das denken. Und diese Formel hängt damit zusammen und dieses Bild hängt damit zusammen. Was ist der Markt eigentlich? Womit schlagen wir alle uns jeden Tag rum, wenn wir was kaufen, wenn wir überlegen, wofür wir jetzt Geld ausgeben, ob es noch am Ende des Monats reicht oder wie auch immer. Das ist der Markt. Das ist der Markt, auch wenn er vielleicht gerade nicht dran glaubt, aber es ist so. Und das ist auch der Markt. Hier dieser Mann mit dieser raffinierten Jacke, in der man viel verstecken kann, ist auch der Markt. Der Schwarzmarkt, passend zum Schwarz-Weiß-Bild. Ja, ich frage mich, wie kommt ein Preis zustande in meiner Arbeit? Warum haben Sie, ich habe kein Geld ausgegeben, warum haben Sie heute 7 oder 5 Euro bezahlt? Am Ende der Veranstaltung, glaube ich, wissen Sie alle erst, ob Sie das wert sind, gewesen sind, die 7 oder die 5 Euro. Ja, also das heißt, Sie gehen hier rein mit einer großen Ungewissheit. Sie wissen überhaupt nicht, was Sie für 5 Euro hier bekommen. Und Sie denken, dass Sie das vielleicht wissen ein bisschen, weil der ein oder andere schon einen Slam gesehen hat. Aber wie ich eben gehört habe, haben fast keine einen Science-Slam gesehen. Und trotzdem bezahlen Sie Geld und sagen, es ist mir wert. Wie kommt diese Entscheidung zustande? Warum sagen Sie das? Wer beeinflusst Sie dabei? Also, ihr seid alle, Sie sind alle wirtschaftlich handelnde Akteure und sind täglich mit vielen Entscheidungen konfrontiert, die mit Geld zu tun haben. Und das ist das, was ich so interessant finde. Und was sich dann auch irgendwie, und da kriegen wir gleich einen breiten Schwung, die Kurve, zurück zum Immobilienmarkt. Und dann hoffe ich, wisst ihr auch, was die Geografie daran ausmacht. Also, der Markt. Wie kommt eine Kaufentscheidung zustande? Und wir sind aber eigentlich gar nicht so kompliziert, sagen jedenfalls die Wirtschaftswissenschaftler. Und ich habe gehört, dieser Mann ist eben schon vorgestellt worden. Das ist der Homo economicus. Ja, und es ist Ihnen versprochen worden, dass er heute nicht kommt, aber er kommt im ersten Vortrag. Das tut mir leid, ich hatte das nicht abgesprochen mit den Moderatoren. Die haben auch nicht so, so genau meine Folien angeguckt, ich habe keine Ahnung. Naja, der Homo economicus macht den Menschen, der an sich ja sehr kompliziert ist, sehr einfach. Und er sagt ihm, wie die Welt aussieht und wie er sich in der Welt zu verhalten hat. Nämlich rational, ein tolles Wort, vernünftig. Ja? Und dass er eigentlich alles kennt. Nämlich, er hat vollständige Marktinformationen. Sie hatten mit Sicherheit keine vollständige Marktinformationen, als Sie heute Abend einen Tausch eingegangen sind. Sie haben Geld gegen eine Leistung getauscht. Weiß nicht, ob das Leistung nennen kann, was ich hier mache, aber es ist so in der Theorie. Und dieser Homo economicus ist ein Werkzeug. Er ist ein Instrument und ein Werkzeug, was viel genutzt wird. Das heißt, er ist schon in gewisser Weise ein Mensch, auch wenn er ein sehr theoretisch geprägter Mensch ist, der in der Theorie erschaffen worden ist, irgendwann einmal von schlauen Herren oder Damen. Ich weiß es nicht. Es geht darum, dass er den Markt mitgeschaffen hat und darum beschäftige ich mich in der Arbeit. Das heißt, es geht um die Schaffenskraft von Theorien, von dieser Theorie, die wir eben gesehen haben, die Optionspreistheorie, und es geht um die Schaffenskraft des Homo economicus, der aus der ökonomischen Theorie herauskommt und der eine zentrale Rolle dabei spielt.
Ja, und jetzt fragt ihr euch, was hat, das ist Performativität, das ist das Fachwort, was ihr im Titel meiner Arbeit gelesen habt. Ja? Und jetzt fragt ihr euch, was hat das mit Immobilien zu tun? Ja, das können wir uns schenken. Mieten, kaufen, wohnen, so heißt der Vortrag und so heißt eine tolle Sendung auf dem Fernsehsender Vox. Ich habe mich eben vorbereitet, indem ich noch ein wenig der Sendung geguckt habe. Und geguckt habe, wie tolle Herren und Damen aus einer Wohnung etwas machen, was sie nicht ist. Aus nacktem Raum, Wänden, weißer Tapete und schönem Parkettboden etwas verkaufen. Ich bin erstaunt, wie das, also das ist toll. Dann kennt sie auch den hier, ja. Wenn ich mich rasiere, sehe ich fast genauso aus. Und Sie kennen vielleicht diese Stadt, die hat in Bezug auf die Immobilien, auf den Immobilienmarkt eine sehr große Bedeutung in Deutschland. Für alle, die es nicht wissen, das ist Frankfurt. Oh Gott, oh Gott. Ja, das ist das, wenn man das heute Morgen um 5 vor 8 geschrieben bekommen hat. Hier kannst du mitmachen. Und jetzt hier steht. Okay, ich mache schnell weiter. Also, es geht um Immobilien. Immobilien haben einen sehr großen geografischen Einfluss. Es geht in der Geografie viel um Stadtplanung, das soll dieses Bild suggerieren. Es geht darum, dass man Städte gestaltet, dass man Lebensräume für Menschen gestaltet und Arbeitsräume für Menschen gestaltet. Ich bin diesem Mann so dankbar. Ich fände es Weltklasse, wenn ihr alle noch 2 Folien durchhaltet. Man hat mir hinter der Bühne gesagt, es ist alles nicht so eng. Zeitlich gesehen. Ja, was man so sagt, da kommen die Haare schon angeschritten. Ja, also, es geht in der Geografie viel um Stadtplanung. Es geht darum, dass man Immobilien erschafft, die in einem Raum sind. Und da sind wir bei der Geografie. Der Raum wird geprägt durch uns Menschen, durch diese Immobilien. Plötzlich sind diese Immobilien auch was ganz anderes. Sie sind nämlich Anlageobjekte seit ca. 20 Jahren. Dann gab es 2007 bis 2009 so eine kleine Image-Tour der Branche. Die hat gut funktioniert, wie man sieht. Sie ist nämlich komplett zusammengebrochen. Und ich beschäftige mich quasi jetzt damit, was hat die Immobilienbranche damit zu tun und die Wirtschaftswissenschaften, indem etwas geschaffen wird, was vorher nicht da war und indem eine Immobilie zu dem gemacht wird, was sie vorher nicht war. Und das ist meine letzte Folie. Meine Herren, also die Immobilie wird zu etwas gemacht, was schwer zu fassen ist, was heterogen ist, was nicht standardisierbar ist, aber es muss irgendwie alles auf den Homo economicus zurückgebracht werden. Und der Raum wird dadurch gestaltet. Das ist mein Masterarbeitsthema in kurzen Worten. Und damit übergebe ich das Wort wieder zurück an die Moderatoren. Dankeschön. So.